Seit mehr als 100 Jahren nutzen wir die Wasserkraft des Plansees als Energiequelle. Was damals schon wichtig war, ist es heute mehr denn je. Ein effizienter Einsatz von Energie und Ressourcen. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich weiter, mit dem Ziel einer besonders nachhaltigen Nutzung beim Kunden. So auch unsere Heizeinsätze für Hochtemperaturprozesse. Optimierungen sind aus dem getrieben, dass Hochtemperaturprozesse sehr kostenintensiv sind, energieintensiv sind und dementsprechend der CO2-Fußabdruck auch nicht der beste ist. Und durch die Optimierungen in unserem Heizeinsatz verbraucht der Kunde weniger Energie, dementsprechend weniger Gesamtbetriebskosten und damit auch ein geringerer CO2-Ausstoß. Sämtliche Komponenten des Heizeinsatzes kamen auf den Prüfstand. Die Maßnahmen führen zu einer Verbesserung der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit sowie zu einer deutlichen Reduzierung der Wärmeverluste. Wir schauen natürlich in der Produktion, dass wir Werkstoffe verwenden, wo wir gut recyceln können. Zum Beispiel jetzt bei diesem Heizeinsatz, da sparen wir schon Rohstoffe ein, ungefähr 50 Kilo. Und da schauen wir halt, dass wir da immer wieder uns verbessern und nachhaltiger werden. Die Highlights der Optimierungen wurden gemacht an Stützgestell, dem Chargenträger, der Heizung und der Aufhängung, der Abschirmung und dem Gasein- und Auslasssystem. Die Anzahl und Anordnung der Gasdüsen wurden für eine verbesserte Durchströmung optimiert, um die Charge schnell und effizient abzukühlen. Und auch für den Gasauslass, der im hinteren Teil des Heizeinsatzes integriert ist, wurde eine innovative Lösung entwickelt. Wir haben innerhalb des Innovationsprojektes ja neue Konzepte für die Rückwand- und die Gasdüseneinlässe entwickelt. Im Prinzip Strukturen, die die thermische Strahlung sehr gut abschirmen und gleichzeitig die Gasströmung der Schnellkühlung nicht behindern. Dadurch ist es uns gelungen, beträchtliche Energieeinsparungen umzusetzen bei gleichbleibend hoher Performance unserer Heizeinsätze. Selbst die Abschirmung der Front verfügt über eine neuartige Aufhängung. Diese passt sich den Temperaturänderungen automatisch an. Der Spalt wird minimiert und Wärmeverlust vermieden. Dadurch bleibt die Betriebstemperatur den gesamten Zyklus über stabil und es wird weniger Energie benötigt. Wir haben ein Projektteam, das sich, sagen wir mal, aus der Fertigung, aus der Konstruktion, aus der Simulation zusammenstellt und schaue, an was wir speziell im nächsten Sprintübergang, so nennt man das, arbeiten wollen. Damit unsere Heizeinsätze von der Planung über die Konstruktion bis hin zur Einzelfertigung und der Montage beim Kunden höchste Qualitätsansprüche erfüllen, arbeiten wir in allen Bereichen mit äußerster Präzision und modernsten Produktionsmethoden. Ganz neu ist jetzt bei uns auch die 3D-Fertigung. Da können wir Komponenten natürlich mit unseren Plansee-Werkstoffen drucken, wo sonst nicht formbar sind oder sehr teuer nur geformt werden und diese dann verbauen. Ich würde sagen, bei Projekten zeichnet Plansee das ganze Netzwerk aus, dass wir einfach über viele Kompetenzen verfügen und diese dann verwenden, um die Kundenzufriedenheit herzustellen. Wir arbeiten mit weltweit unseren Standorten zusammen, zum Beispiel Plansee USA oder Shanghai. Die Heizeinsätze werden dort montiert, vorinstalliert und dann kommt die Montage, die man macht, die Endinstallation beim Kunden. Das, was mich besonders stolz macht, ist die Zusammenarbeit. Ob das jetzt die Konstruktion, die Fertigung, die Simulation ist. Die ist immer Verlass. Die schauen immer auf die höchste Qualität und schauen natürlich, dass die Kundenzufriedenheit da ist. Und dass das so super funktioniert, auf das bin ich ganz besonders stolz. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Plansee. Ihr Partner für innovative Lösungen aus Molybdän und Wolfram.